Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem neuen Vlog. Wir haben schon lange kein Video mehr hochgeladen, ne? Aber dann haben wir uns gedacht, machen wir. Wenn wir mal wieder ein Video hochladen aus einer richtig geilen Location. Schaut mal, wo wir sind. Bam. Und nein, wir sind ja nicht gerade auf unserer Touri-Station, sondern wir sind hier gerade in einem Fitnessstudio. Wir sind im höchsten Fitnessstudio Europas und wir werden heute einiges unternehmen. Wir sind in Frankfurt unterwegs für den World Fitness Day und wünschen euch viel Spaß beim Vlog. Jetzt beginnen wir aber die Story erstmal am Anfang. Ciao. Vielen Dank für das Intro, Julian aus der Zukunft bzw. aus Frankfurt. Ja, wir haben jetzt ungefähr 8 Uhr. Ich mache mir mein Frühstück und ich wollte euch das mal kurz zeigen, wie ich den Tag die letzten Tage so begonnen habe. Ich habe mir die letzten Tage eigentlich immer ziemlich das Gleiche gemacht. Und zwar habe ich mir immer einen Shake gemacht, der aus Banane besteht, Magerquark, ungefähr so 200 Gramm Magerquark und ein paar gefrorene Beeren. Außerdem mache ich mir noch Whey rein. Das Whey habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Und Sophia ist mittlerweile auch da. Hi, morgen zusammen. Morgen zusammen. 44 Gramm Eiweiß habe ich dann immer, weil ich 200 Gramm Magerquark reingemacht habe und 3 Scoops hiervon. Oh. Oh. Wieso ich das Whey vom Foodspring so krass feiere, also in meinen Augen ist das beste Whey, was ich je gegessen habe. Mhm. Und das kann man wirklich besten Gewissens auch sagen. Das ist irre, irre gut. Ich habe mich auch informiert nochmal, was ich letztes Mal gesagt habe, wie lange die Kühe bei Foodspring auf der Weide stehen. Dass ich eine Kuh in Europa als Weidekuh, also auch in Deutschland, bezeichnen darf, muss sie 120 Tage im Jahr auf der Weide stehen. Und die Milch für das Whey von Foodspring kommt ja aus Neuseeland. Und in Neuseeland müssen die Kühe 328 Tage im Jahr auf der Weide stehen. Da teilen sich 2 Kühe die Fläche eines Fußballfeldes. Den gibt es besser als uns, gell? Wir wohnen in einer 45 Quadratmeter Wohnung. Also Leute, das ist wirklich eine richtig krasse Qualität und ich sag's euch, der Geschmack ist richtig, richtig gut. Meine Favoriten sind Schokolade, Himbeer, Kokos und Vanille. Und ihr könnt das Ganze entweder mit meinem Code FranklinFSG bestellen, dann kriegt ihr 15%. Oder mit meinem Code SkyFSG. Oder mit Sophias Code, wenn ihr Sophia lieber unterstützen wollt. Die freut sich da auch garantiert drüber. Könnt ihr ja aussuchen. So sieht der Shake dann aus. Ich habe jetzt noch Wasser reingemacht, das Ganze gemixt. Wir haben dann da quasi ein bisschen Carbs von der Banane und ordentlich Eiweiß, Low Fat. Perfekt für eine Diät. Also ich hau mir den wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen rein und auf der Fahrt. Schmeckt richtig geil. Muss man auch gar nicht mehr süßen, weil die Banane ja schon süß ist und das Whey ist mit Stevia gesüßt. Eine Sache, die ich mir momentan in der Früh mache, ist kalter Kaffee mit Kokosmilch. Das schmeckt auch irre gut, vor allen Dingen im Sommer. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Ich trinke jetzt hier weiter meinen Kaffee aus und wir sehen uns dann gleich im Auto. Und im neuen Auto, was wir uns vor 2 Monaten geholt haben. Video dazu habt ihr bestimmt schon gesehen. Leute, ich habe übrigens ein neues Mikrofon drauf. Ich hoffe, dass der Ton gut ist und ja, mal schauen, was das ganze Ding kann. Du fährst. Ich fahre. Ich filme. Erstmal. Ich werde es fleißig lernen bei der Fahrt, wenn wir fahren 5 Stunden. Nee. 3 Stunden 50 fahren wir. 3 Stunden 50 fahren wir jetzt nach Frankfurt. Und ja, Leute, ihr wisst ja, warum ich keine Videos momentan hochlade, weil ich so viel lernen muss. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich zu diesem Trip mitfahre, dann nur, wenn ich auch fleißig lerne auf der Fahrt. Deswegen fährt Sophia. Also wir fahren jetzt nach Frankfurt. Ich wünsche euch viel Spaß bei einer kleinen B-Roll. So, jetzt sind wir in Frankfurt, Leute. Ich sollte nicht mehr sagen, dass ich euch eine B-Roll mache, weil dann sind die Erwartungen immer so hoch. Aber alles gut. Jetzt werden wir jetzt mal ein bisschen die Stadt anschauen. Wir sind ein bisschen zu früh da, eine Stunde ungefähr. Und dann treffen wir uns Sachen mit den Leuten. Wir sind ja hier für den World Fitness Day. Der World Fitness Day ist ein Fitness-Event, wo wir letztes Jahr schon waren. Auf dem World Fitness Day habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Ein Vlog, schaut den auf jeden Fall mal an. Ist bestimmt ganz lustig zu sehen. Und ich werde dieses Jahr leider nicht da sein. Aber ich habe da noch eine kleine Challenge für euch für den World Fitness Day, die ich euch gleich sagen werde. Und zwar wird das Ganze so sein, die Sophia ist ja auf dem World Fitness Day, die wird bei Beyond Limits am Stand sein. Ich bin dieses Jahr leider nicht auf dem World Fitness Day, ich war ja letztes Jahr da, aber ich muss voll da... Schade, ja, schön, wenn du dabei wärst. Ja, ich muss sagen, der World Fitness Day letztes Jahr war ein sehr, sehr cooles Event. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ich bin richtig, richtig traurig, dass ich dieses Jahr nicht dabei sein kann. Ich muss lernen für die Klausuren und dass die Sophia da keinen Schmarrn macht, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar machen wir es so,
Jedes Mal, wenn ihr die Sophia seht, einer von euch, macht ihr mit der Sophia ein Selfie, ladet es auf Instagram hoch, markiert die Sophia und mich und ich gebe euch dann einen Shoutout in meiner Story. Da könnt ihr quasi meine Spione sein und passt ein bisschen auf, was die Sophia dann am World Fitness Day so macht. Und ich kriege alles mit. Dann kann ich am Lerntisch ein bisschen sitzen, während ich lerne und kriege trotzdem mit, was die Sophia macht. Das ist doch bestimmt eine lustige Sache. Und ja, ich reposte euch dann in meiner Story. Was sagst du dazu, zu der Idee? Findest du gut? Mhm. Ich werde doch immer gern überwacht. Gerne überwacht, okay, okay. In München habe ich mittlerweile auch schon ein paar Leute angesprochen und ich finde es immer extrem cool von euch, auch mal zu sehen, wer so hinter diesen ganzen Zahlen steckt. Deswegen, Sophia freut sich garantiert auch, weil die ja auch Teil dieses Kanals eigentlich ist. Und ja, also Leute, macht ein Selfie mit Sophia, markiert sie und mich und dann sieht man sich. Außerdem, wenn ihr noch Karten für den World Fitness Day kaufen wollt, könnt ihr die über den Code hier kaufen. Damit kriegt ihr noch ein bisschen Rabatt und sonst gibt es auf Instagram auch noch ein Gewinnspiel von mir. Da solltet ihr auf jeden Fall teilnehmen. Ich werde nämlich 5 Karten verlosen, also nehmt auf jeden Fall teil und checkt bei uns vorbei. Hashtag Hamsterbacken. Wir holen noch kurz Fotoequipment und abends spielt auch noch Deutschland, aber da muss ich jetzt kein großes Tamtam drum machen, weil bis ihr den Vlog seht, wisst ihr eh zu 100%, wie das Spiel ausgegangen ist. Was tippst aber du? Aber wir haben getippt, also ich habe getippt 2-0 für Deutschland. Ich habe getippt 2-1. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt direkt im Tower. So Leute, jetzt sind wir hier im Gym angekommen. Gebt euch mal diese geile Location hier. Bam, also das Gym an sich ist ganz okay. Aber der Ausblick ist das, wofür eigentlich alle hier sind. Frankfurt City. Und lauter Leute, die auf Instagram und so weiter unterwegs sind. Ich habe mir jetzt hier meine Energy Aminos zusammengemixt, werde ein kleines Training raushauen. Für mich steht heute Schulter-Bizeps an. Sammy Baker mit am Start heute. Ja, fang an mit Schulterdrücken im Stehen. Erstmal aufwärmen, progressive Aufwärmsätze, ganz, ganz wichtig. Vorher natürlich die Rotatoren aufgewärmt. Das ist das Wichtigste, was ihr machen müsst vor jedem Push oder so. Habe ich auch gemacht, nicht. Ich mache es immer so, ich trainiere meistens eigentlich zuerst die hintere Schulter, wärme dir dadurch die ganze Schulter ein bisschen auf. Aber ihr habt schon recht, die Rotatoren aufwärmen ist auf jeden Fall wichtig. Beim hinteren, wenn ihr die hintere Schulter trainiert, habt ihr den Vorteil, dass ihr da oftmals die Rotatoren schon dabei habt. Zum Beispiel, wenn ihr Facepulls macht. Wenn ihr euch also mal das Rotatoren aufwärmen sparen wollt, könnt ihr mit Facepulls anfangen oder solchen ähnlichen Übungen ein bisschen leichter an. Geht das Ganze auch easy klar. Aber jetzt kleine B-Roll-Training. So Leute, ich gönne euch mal diese Aussicht hier. Schau mal her. Bam! Auf dem Dach vom höchsten Fitnessstudio in ganz Europa. Ich wollte hier oben auch mit der Drohne fliegen, aber ich glaube, es hat richtig Stress gegeben. Aber ich gebe euch mal kurz einen kleinen Einblick aus der Aussicht. Freunde, jetzt sind wir oben durch, haben einmal alles angeschaut. Und wisst ihr, wer noch dabei ist? Noch ein Dude von Smilodogs. Niklas. Niklas, jo. Könnt ihr mal auf Instagram abchecken. Machst du auch YouTube? Nee, YouTube nicht. Hast du es vor? Hatte ich schon lange vor, aber es war nicht dazu gekommen. Naja, ist auch ein Haufen Arbeit, ne? Jetzt fahren wir runter und dann gibt es auch langsam was zu essen im Hotel und dann gibt es auch eine fette Roomtour, denke ich mal. Ja, aber hey, das war total geil da oben jetzt gerade, finde ich. Ja, ich fand es auch richtig nur geil. Nur halt zu kurz. Hier. Ich wollte eigentlich mehr trainieren. Er wollte mehr trainieren, ich wollte auch mehr trainieren. Wir haben ungefähr, wie lange haben wir trainiert? Halbe Stunde? Du hast 5 Minuten trainiert und ich eine Dreiviertelstunde. Alles klar. Aber mein Training war zu pussig, also kann man es nicht ernst nehmen. Okay, gut. Aber sonst, cool. Wie lange trainierst du sonst so, wenn du trainierst? Ich versuche immer auf 50 Minuten zu kommen, ja? Dann artet es oft aus und dann werden es 90. 90, ja gut, 90 Minuten geht ja noch. Ja, du machst glaube ich Immobilien, gell? Ja, genau. Was machst du so? Das ist mal so die Frage, so nach dem Abi oder so. Was machst du, was hast du vor zu machen? Irgendwas mit Immobilien oder so, sagen immer alle. Echt jetzt? Sagen, noch nie gehört. Also München schon. Nach nicht? Sagen immer entweder alle, ja irgendwas mit Management oder irgendwas mit Immobilien. Alright Leute, so, wir fahren jetzt hier zusammen nach Hause zum Hotel.
wo wir noch gar nicht waren. Da gibt es was zum Food. Und ich würde sagen, wir sehen uns mal direkt im Zimmer oder direkt beim Essen. Da, wo wir alle hinwollen, ne? Wir haben noch einen Mitfahrer. Ja, Mann. Ja, der Manu. Den Teufel. Und ich freue mich auch aufs Essen. Du freust dich aufs Essen? Ja. Jetzt bin ich unscharf geworden. Hast du auch so Hunger? Ja, schon, obwohl ich nicht trainiert habe. Ja, ihr habt ja gesehen, was ich heute gegessen habe. Nur so einen kleinen Shake. Das war's. Wir haben jetzt schon 16 Uhr, also die Kalorien sind ordentlich verbrannt und jetzt wird richtig, richtig reingehauen. Wir sehen uns. So Leute, jetzt sind wir im Hotel angekommen. Schaut euch mal dieses schöne Zimmer an. Wir waren hier schon beim Vlog von World Fitness Day in demselben Hotel. Echt super. Zum Glück kennen Sophia und ich schon eine Weile, deswegen klappt das mit der Dusche ganz gut. Wir haben hier ein schönes Bad. Was geht ab, Leute? Neues Mikrofon. Wenn ihr zum World Fitness Day kommt, kann ich euch das Hotel nur empfehlen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie Kooperation oder irgendwas. Wir waren hier beim World Fitness Day, wie gesagt, und es ist eigentlich ziemlich, ziemlich nah und echt ein gutes Hotel, was man wirklich easy empfehlen kann. So, einmal Outfit gewechselt und Sophia und ich packen es jetzt runter zum Essen. Wir sehen uns beim Essen. So Leute, und für uns gibt es jetzt hier ein bisschen Lachs. Vielleicht habe ich gleich mal zwei geholt. Keine Angst, ich hole mir davon noch deutlich, deutlich mehr. Und hier haben wir, ich glaube, Süßkartoffel mit irgendwas. Und hier, das hier sieht man nach Quinoa aus. Nee, ist Hirse, oder? Oder Hirse. Mhm. Und ja, Leute, keine Angst, ich würde mir davon noch deutlich, deutlich mehr reinholen. Das ist garantiert nicht alles. Okay. Okay, Freunde, so schaut das Ganze jetzt aus. Hier ein bisschen was aufgegessen. Für mich gibt es jetzt hier so einen Nachtisch. Das ist Mascarpone-Creme mit Rhabarber-Tiramisu, weil der Hauptgang ein bisschen spärlich war. Müssen jetzt die Kalorien hier reingeballert werden und nachher gibt es noch einen Proteinshake. Wir haben jetzt unten aufgegessen, das Essen war ein bisschen zu wenig für mich und Eiweiß hatte ich auch nicht genug, deswegen habe ich mir jetzt noch einen Shake gemacht. Himbeer schmeckt auch richtig, richtig gut. Den mache ich mir jetzt. Dann habe ich da heute auf jeden Fall auch mein Eiweiß drin und dazu haue ich mir jetzt noch hier so einen Haferriegel rein. Ich habe heute einfach so wenig gegessen. Ja, wir sind so viel unterwegs gewesen. Ich habe heute bestimmt 3000 Kalorien verbrannt. Easy. Und Kalorien zu mir genommen, viel zu wenig auf jeden Fall. Und ein zu großes Defizit ist auch nicht gut. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich habe auch noch nicht so viel gegessen. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich mich so krass bewegt habe. Ich habe ja auch nicht trainiert vorher im Gym. Auf zum Fußballspiel, Schatz, oder? Ja. Auf geht's. Alright, Leute, wir sind jetzt hier und gebt euch mal diese Location. Heute zeige ich euch ziemlich viele Locations. Für mich gibt es jetzt ein paar BCAAs zum Fußballschauen. Vielleicht steige ich nachher auch noch auf ein Bierchen um. Und ich muss wirklich sagen, die Hessen wissen, wie man feiert. Das ist krass. Also ich habe noch nie so ein Public Viewing gesehen. Und mein Tipp ist 2-1 und Sophias Tipp ist 2-0. Okay. Jetzt sehe ich hier gerade noch. Seht euch mal, wie viel Mühe die sich vom World Fitness Day so gegeben haben für uns. Lauter Obst überall und BCAAs haben wir da auch noch. Richtig cool. Also ich schaue mir jetzt ein Ruhe des Spiels an. Wir sehen uns danach wieder. Die letzte Möglichkeit. Sie haben so viel an Standards gedürftet. Alright Leute, das war ein richtig geiles Spiel. Meine Stimme ist ein bisschen weg und ich lag ja richtig mit 2-1. Und ich habe hier einen der Mitbegründer vom World Fitness Day, den Matti. Hallo zusammen. Servus. Und Matti, ich wollte euch mal kurz noch einen Mitgründer vom World Fitness Day einfach mal vorstellen, damit ihr auch mal so ein Gesicht hinter der ganzen Veranstaltung habt, was für coole Leute dahinter stecken. Das ist wirklich ein junges Team. Und ja, hast du irgendwas noch zum World Fitness Day zu sagen für dieses Jahr? Vielen Dank erstmal fürs Intro. Kommt alle, habt Spaß, genießt den Tag. Alles dreht sich um die ganze Fitness-Passion und die ganze Welt rund um Fitness und wir freuen uns auf jeden, der Gast wird und euch alle trifft
Wir machen ganz viel mit Influencern zusammen, wir haben ganz viel Group Fitness, wir haben World's Biggest Gym, wir haben dieses Jahr Fitness Food Festival neu. Geil, wir haben ganz viele geile Sachen, 2 Tage, volles Programm, alle sind dabei, glaube ich, so die wichtigsten. Und definitiv. Ja. Und definitiv. Heute habt ihr schon gesehen, wo es stattfindet. Richtig. Ist in deinem Vlog dann drin. Richtig, genau. Ist alles drin. Kann man jetzt mal in Fußballatmosphäre sehen, aber die Stimmung ist so oder noch besser am World Fitness Day. Das ist garantiert. Und diese abgefahrene riesige Leinwand, falls ihr sie gesehen habt, die ist dieses Jahr auch neu. Ist die World's Biggest Gym Stage. Und da werdet ihr jede Menge Party erleben, jede Menge Samples zugeworfen bekommen. Ja, krass. Das lohnt sich erste Rockkonzert für Fitness. Na super. Also Leute, kommt alle beim World Fitness Day vorbei. Das ist wirklich eine Empfehlung vom Herzen. Ich bin dieses Jahr leider nicht dabei, weil ich für Klausuren lernen muss, aber ich kann euch wirklich, das ist World Fitness Day, wirklich letztes Jahr ein richtig geiles Event gewesen und da hat meine ganze YouTube-Laufbahn hier begonnen und ihr wisst ja, wo wir jetzt mittlerweile stehen, also schaut vorbei. Dankeschön. Beim World Fitness Day ist gestartet. Dankeschön, alles Gute bis dahin. Leute, das war ein richtig geiles Spiel und ihr habt diesmal sogar auf Video, ich habe richtig getippt. Das Tor von Toni Kroos war circa nur übertrieben krass, richtig geil. Noch ein perfekter Ausklang für so einen geilen Tag. Wir packen es jetzt heim und... Ins Hotel. Ja, ins Hotel, ist ja heim, ne? Und im Zimmer angekommen, Leute. Ich bin richtig fix und fertig und fahre jetzt ins Bett. Aber ich habe das Gefühl, dass ich auch ziemlich schnell wieder aufstehen werde morgen. Und da sind wir wieder. Voller Energie. Hast du auch so gut geschlafen, Sophia? Voll. Mega. Alter. Das Bett war so bequem. Richtig gut. Wir haben übertrieben gut gepennt und wieder richtig fit. Obwohl wir nur 6 Stunden gepennt haben oder so. Wir waren danach noch eine Shisha-Bar. Jetzt geht's auf zum Frühstücken. Und wir gehen nachher wahrscheinlich noch zu Five Guys. Das seht ihr dann wahrscheinlich in einem anderen Video, Leute. Und an der Stelle möchte ich mal kurz aufrufen und mal sagen, wir machen ja bald die Instagram-Challenge, Leute. Also wir machen ja bald 24 Stunden unser Leben. Also ganz wach sind wir doch noch nicht. Dafür solltet ihr natürlich sicherstellen, dass ihr uns auf Instagram folgt. Also macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr noch nicht gespendet habt, spendet was, Leute. Denn wir werden eine richtig geile Challenge raushauen. Ich denke mal, dass wir das Video wahrscheinlich, die Instagram-Challenge, am 22. Juli drehen werden. Folgt auf jeden Fall bis dahin uns auf Instagram. Alter, das ist so krass, Mann. Ich bin so müde und fertig eingepennt. Ja, mir geht's auch eigentlich ganz gut. Und jetzt richtig fit wieder, richtig, richtig wach. Aber hungrig. Hungrig, gell? Mega. Okay, also auf zum Essen, Leute. So Leute, das ist doch mal ein geiles Frühstück, oder? Schaut euch das mal an. Wir haben hier, mein Frühstück hat gesund angefangen. Ich habe mir angefangen Eier rauszusuchen und gesundes Essen und dann habe ich gesehen, dass es Croissant mit Nutella gibt und dann ist das Ganze ungesund geworden und nachher wird es ja eh ungesund. Also insofern ist eigentlich eh schon wurscht. Jetzt ein bisschen Obst dazu noch und noch ein bisschen für Sophia auch was Ungesundes, aber man lebt ja nur einmal, ne? Und Leute, ich sag's ja immer wieder, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Es gibt so einen Spruch, da sagt man, dass die erste Stunde am Tag über den ganzen Tag entscheidet. Das heißt, daher kommt auch dieser Spruch mit dem falschen Fuß aufgestanden. Deswegen Leute, macht in der ersten Stunde die richtigen Sachen und seid ihr für den Rest des Tages gut drauf. Wir waren schon produktiv und wie man sieht, topfit. Aber ich lasse jetzt mein Essen schmecken. Ciao Leute. Ciao. So Leute, wie ihr euch denken könnt, ist der Vlog jetzt zu Ende und ich danke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Da mal wieder seit längerem einer. Als extra, weil ihr das beim letzten Video so viele Daumen nach oben gegeben habt, gehen wir jetzt noch zu Five Guys. Das werden wir aber in einem eigenen Video dann testen und das wird dann demnächst kommen. Vergesst nicht, ich werde auch ein Gewinnspiel auf Instagram hochladen, wo ihr noch Karten für den World Fitness Day gewinnen könnt. Wir möchten uns ganz herzlich beim World Fitness Day auch bedanken. Mhm. Spreche ich, glaube ich, auch für dich, ja, oder? Ja, total. Das war echt ein super tolles Event. Die Leute waren richtig geil und es hat einfach total Spaß gemacht und wir hatten echt eine gute Zeit. Also vielen Dank. Muss ich auch sagen. Da bin ich euch dankbar, dass wir hier eingeladen wurden und war ein echt tolles Event. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und man konnte ein paar coole Impressionen gewinnen, was wir hier so gemacht haben. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein Abo da lassen. Würde ich mich freuen und dann sehen wir auch Ende Juli kommt dann auch das nächste Challenge wieder. Ende Juli kommt das nächste Challenge Video online. Und vergesst natürlich nicht, wenn ihr auf World Fitness Day seid, kommt bei Sophia vorbei, macht ein Selfie, markiert sie um mich und dann freue ich mich, dass ich hier meine ganzen Spione auf World Fitness Day habe. Ja. Aber ich freue mich auf euch. Genau. Sophia freut sich. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.